Und damit ein herzliches Willkommen zurück. Es scheint hier alles so leicht verbuggt zu sein, muss ich sagen. Nur leicht. Ganz leicht. Schauen wir mal. Warum auch immer er hier rauszoomt. Als wäre hier irgendwas. Mewe beriet sich gerade mit Gascon, als ein Späher zu ihr trat. Die Blutflecken auf seiner Uniform deuteten darauf hin, dass es dringlich war. Also unterbrach die Königin die Besprechung und hörte sich den Bericht des Spähers an. Herrin, beim Kundschaften stießen wir auf einen Höhleneingang, von ein paar Elfen bewacht. Die hatten wir schnell überwunden. Gascon kratzte sich das Kinn. 10 Novigrader Kronen, dass sich in der Höhle noch mehr Skoyatel verbergen. Wenn wir zuschlagen, bevor sie merken, dass wir ihre Wache beseitigt haben, könnten wir sie überrumpeln. Aber es müsste schnell gehen. Wir handeln. Nimm einige Männer und bereite den Angriff vor. Aber leise. Die Lyrier pirschten sich vorsichtig, ja praktisch geräuschlos, in die Höhle und schafften es, eine Weile unentdeckt zu bleiben. Doch dann kamen zahlreiche Elfenkrieger aus einer Nebenhöhle. Jetzt schauen wir mal, die Skrattel kämpften üblicherweise mit Köpfchen. Auf verschlungenen Pfaden führten sie ihre Gegner in die Irre. Doch diesmal nicht. Die Partisanen kämpften mit aller Gewalt gegen Mewes Streitmacht, als wollten sie sie vor allem aus der Höhle treiben. Das war ihr Fehler, denn solcher Widerstand erregte nur Mewes Neugier. Was mochte sich Kostbares in der Höhle verbergen, das so dringend geschützt werden musste? Das ist ein ganz normaler Standardkampf, okay, also ohne verkürzte Zeit oder sonst was. Gut. Den bekommen wir aus dem Deck. Wir brauchen nur endlich mal Goldeinheiten. Ein Nah ist jetzt halt relativ useless in dem Fall. Verwarf, Deine! Der passt erstmal direkt. Okay. Ja gut, dann werfen wir mal Sachen weg. Weil ich will nichts millen. Wir werden noch einiges brauchen. Ich glaube nur kaum, dass wir das Feuer brauchen. Bist du verrückt? Nicht schütteln! Ziehen sich nicht zurück. Da drin muss etwas sehr Wertvolles sein. So. Und ich überlege gerade, welche Karte wir noch spielen. Welche Karte werden wir nicht brauchen? Die ist gar nicht mal schlecht. Keine Ahnung. Schon mal einen Stein mit den Zähnen gefangen? So. Jetzt passen wir, weil ich will unbedingt 3 neue Karten ziehen. Genau denselben Schrott wieder gezogen. Das könnte jetzt wehtun. Dies ist Elfenland. Deine Tricks kannst du dir schenken, Deune. Spiele 1 Einheiten aus deinem Friedhof aus und halbiere ihre Stärke. Hat schon Einheiten auf dem Friedhof? Ja gut. Hab ich gesagt. Ja, also. Die Jagd läuft! Oh, Meritele.
Na dann machen wir das doch das Ganze doch mal so hier. Wir sollten einander helfen. Meine Güte. Tod den Däune! Ich hoffe, dass ich meine Combo noch ziehe. Weil das sieht absolut schlecht aus. Gar nicht gut aus. Können die beiden miteinander duellieren? Aber es ist ja nur so, dass sie Ich treffe eine Fliege aus einer halben Meile Entfernung. Oh, Meritele. Ja, die heilen sich halt alle wieder selber hoch, deswegen ist halt eigentlich komplett useless. Alles in Ordnung? Wir sollten einander helfen. Halt so doof. Ah! Jetzt muss ich halt wieder was ausspielen. Meine Güte. Das ist eigentlich über eine Combo essentiell, aber das ist jetzt ja schon mal was. Oh, Meritele. Ketnil in Seide. Ihr kriegt mich niemals lebend. Wir werden sehen, wer hier schwach ist. Ja, das werden wir schon sehen. Machen wir erstmal das Ganze so.
Gascon. Ich war's kurz und schmerzhaft. Dann machen wir das hier. Dann spielen wir die hier aus. Ran ans Werk! Dann was willst du von mir? Je größer, desto leichter zu treffen. Ja gut, ich muss jetzt meine eigenen damagen. So. Machen wir lieber das hier noch. Gut. Ich verfüttere dich an die Krähen. Wir sollten einander helfen. Das weiß ich ja nicht so. Ob ihr unbedingt einander helfen müsst. Kann nichts machen. Halt durch, mein Lieber. So. Ich werde nicht versagen. Was machen wir denn jetzt am dümmsten? Mal. Ja, doch. Das hier. Und dann. Das Gute an Schleudern, sie sind leicht zu verstecken. Lösen wir das auf. Change die hier. Meine Güte. Wir werden unsere Stärke beweisen. Stärke beweisen, das ist mir reichlich egal. So. Deine. Ja, Deine. Ihre Majestät weiß, was sie tut. Was nehmen wir denn? Ja! So. Und dann nehmen wir das hier. So. Dies ist Elfenland, Deune. Hier finden solche wie ihr den Tod. Oh, Meritele. Ja, er hat halt überhaupt keine Chance. Diese Ernte gibt es Schwarzkittelköpfe. Haben wir noch
das hier. Und dann machen wir noch das hier. So. Haus hoch über Land. Bis zum Ende Widerstand geleistet. Als die Lyrier die Reihen der Elfen durchbrachen, erwartete Mewe, dass diese sich zurückziehen und neu formieren würden. Doch die Skoyatel kämpften bis zum bitteren Ende. Die Königin schloss daraus, dass sie etwas sehr Wertvolles in der Höhle verbargen. Als Mewe die nächste Kammer betrat, schlug ihr der Gestank von Blut, Urin und Eiter entgegen. Ihr wurde klar, dass die Elfen die Höhle als Lazarett nutzten. Die Verwundeten in der Kammer versuchten nicht, sich zu verteidigen, um Gnade zu flehen oder Frieden mit ihren Göttern zu machen. Sie blickten die Lyrier nur ruhig und mit unverhüllter Verachtung an. Ja gut. Herrin, flüsterte Raila. Ihr habt gesehen, was die Skoyatel den Menschen antun. Wir sollten ihnen keine Gnade zeigen. Renar, sonst so ruhig, fiel Raila ins Wort. Was schlägst du vor? Dass wir die Verwundeten ermorden? Die Kriegerin antwortete leise und deutlich. Ihr geht besser fort und überlasst das mir und meinen Leuten. Ja, ich höre jetzt momentan gar nicht mehr auf Rena, aber egal. Mewe schluckte schwer. Die stinkende, klamme Luft schnürte ihr die Kehle zu. Wir warten oben auf euch, Raila. Die Königin steuerte dicht an der Wand entlang dem Ausgang zu. Renar folgte ihr nach einigem Zögern. Raila kam spät am Abend zu ihnen. Sie hatte lange Zeit das Blut von ihrer Rüstung gewaschen. Ja. Aber es war auch schon einiges Wertvolles da drin. Das muss man ihnen schon lassen. Hier kriegen wir keinen Hinterhalt, oder was? Schauen wir mal. Wir haben ja auch noch diese Schatzkarten. Aber... gut, dann lasse ich mal das Teil speichern, nicht, dass es wieder abschmiert. Sind wir hier nicht schon mal lang gekommen? Die Späher sagen nein. Sie hatten Zeichen angebracht. Die können von Elfen entfernt oder woanders angebracht worden sein. Folgen wir der Sonne, damit wir uns nicht verirren.